san. Nachdem Rapunzel die böse Hexe losgeworden war und sie Prinz Harry geheiratet hatte, lebte sie glücklich im Palast. Aber die Hexe war nicht bereit aufzugeben, nachdem sie Rapunzel an den Prinzen verloren hatte. Ich muss einen Weg finden, Rapunzel zurückzubekommen. Sie gehört mir! Schließlich entwickelte sie einen Plan. Es ist geschafft. Jetzt ist es Zeit, Rapunzel diesen verseuchten Apfel zu geben. Die Hexe, als Dorfbewohner verkleidet, machte sich auf zum Palast. Es war eine Leichtigkeit, die Wächter am Tor zu täuschen und hereinzukommen. Ich habe das köstliche Obst aus meinem Garten für Prinzessin Rapunzel gepflückt. Ich würde es ihr gern selbst geben. Rapunzel spazierte an diesem Tag durch den Palastgarten und bewunderte die bunten Blumen um sie herum. Was für wunderschöne Blumen ihr seid. Und ihr riecht auch so gut. Guten Tag, meine liebe Prinzessin. Hallo, wer sind Sie? Ich bin eine arme Dorfbewohnerin, die Sie wirklich bewundert. Ich habe Ihnen dieses Obst aus meinem Garten gebracht. Oh, das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Die Hexe nahm den verseuchten Apfel und reichte ihn Rapunzel. Mein Obst ist etwas ganz Besonderes. Probieren Sie es, Prinzessin, und Sie werden mir zustimmen. Ist es das? Okay, lass mich probieren. Als Rapunzel den verseuchten Apfel aß, schlief sie auf der Stelle ein und wurde plötzlich unsichtbar. Jetzt kann ich dich unbemerkt aus dem Palast schaffen. Die Hexe nahm Rapunzel und ging, ohne dass es jemand bemerkte. Sie brachte sie weit weg in ein Haus auf einem Berg, wo sie ihre Füße in Ketten legte. Was ist passiert? Wo bin ich? Du wirst bis zum Ende deines Lebens hier bleiben. Du hättest Prinz Harry nicht heiraten sollen. Oh nein! Du wieder! Bitte lass mich gehen! Dich gehen lassen? Niemals! Du gehörst mir! Jeden Tag, wenn die Hexe das Haus verließ, musste Rapunzel einen Zaubertrank trinken, der sie unsichtbar machte. Lasst uns das hier trinken. Du wirst unsichtbar bleiben, bis ich wiederkomme. So wird niemand in der Lage sein, dich zu finden. Als sie am Fenster saß und weinte, hörte Rapunzel ein Lied, was von draußen kam. Ich kann dich nicht sehen, aber dein Weinen bricht mir das Herz. Wer bist du, geheimnisvolles Mädchen? Ich bin Rapunzel. Wer bist du? Ich bin Marienkäfer, der Sänger. Ich singe und spiele Gitarre. Hilf mir, bitte. Die Hexe hält mich hier gefangen. Natürlich. Aber warum kann ich dich nicht sehen? Weil die Hexe mich dazu zwingt, jeden Tag einen Zaubertrank zu trinken, der mich unsichtbar macht. Aber es ist schwierig, dir zu helfen, wenn ich dich nicht sehen kann. Ich bin angekettet. Den Zaubertrank, den die Hexe mir gab, ist auf dem Tisch. Kannst du irgendwas tun? Nun, das ist leicht. Der Marienkäfer betrat sofort das Haus. Blaubeeren, das ist großartig! Er machte eine Mischung aus Blaubeeren und Zaubertrank und goss das Gemisch dann in die Flasche. Geschafft! Keine Unsichtbarkeit mehr! Am nächsten Tag, bevor die Hexe das Haus verließ, zwang sie Rapunzel wieder, den Zaubertrank zu trinken.
unsichtbare Prinzessin. Trink! Die Hexe bezweifelte nicht, dass Rapunzel unsichtbar werden würde und verließ das Haus. Wo bist du, Marienkäfer? Du wolltest mir doch bei der Flucht helfen. Ich bin hier. Ich kann dich jetzt sehen. Dank dir bin ich nicht länger unsichtbar. Aber wie soll ich aus diesen Ketten rauskommen? Ich weiß, wo die Hexe den Schlüssel hingelegt hat. Wirklich? Ja, ich werde dich hinbringen. Der Marienkäfer betrat das Haus und kletterte direkt auf den Küchenschrank. Hier ist er! Hurra! Geschafft! Du bist frei! Vielen Dank. Aber wo sind wir? Wie soll ich zurück nach Hause kommen? Gute Frage. An das Detail habe ich nicht gedacht. Wo wohnst du? Ich lebe im Palast in Prinz Harrys Reich. Oh, wow. Das ist wirklich weit. Es ist unmöglich, dass du dort selbst hinläufst. Ich muss zurück. Gibt es einen anderen Weg? Eigentlich gibt es einen Weg. Wie? Komm, ich zeig's dir. Der Marienkäfer brachte Rapunzel zum Schuppen hinter dem Haus. Hier, sie ist die Einzige, die dich nach Hause bringen kann. Ein Einhorn. Wie wunderschön. Der Marienkäfer erzählte ihr, dass die Hexe das Einhorn misshandelte und es zwang, schwere Arbeit zu verrichten. Dieses arme Einhorn möchte auch von der Hexe befreit werden, aber nur du kannst die Seite lockern. Die Hexe ist so böse. Wenn du mich rettest, werde ich dir ewig dankbar sein. Natürlich helfe ich dir. Die Seile sind so stramm. Versuche es mit der Axt dort drüben. Ah, hui. Okay, du bist frei. Komm schon. Lass uns fliehen, bevor die Hexe zurückkommt. Ich bring dich nach Hause. Gerade da tauchte die böse Hexe auf. Haltet an! Wo glaubt ihr, wo ihr hingeht? Autsch! Wer war das? Mein Kopf! Ich werde es euch zeigen. Ihr kommt mir nicht davon. Sie kommt näher. Wir müssen uns beeilen. Ihr könnt nicht davonrennen. Wartet! Nachdem sie es geschafft hatten zu entkommen, dankte Rapunzel dem Marienkäfer für seine Hilfe. Sie und das Einhorn machten sich auf zum Palast. Prinz Harry hatte sich Sorgen um Rapunzel gemacht und war sehr glücklich zu sehen, dass sie zum Palast zurückkehrte. Rapunzel wollte das Einhorn nicht gehen lassen. Wirst du bei mir bleiben? Ich werde gut auf dich aufpassen. Du bist eine freundliche Prinzessin. Ja, ich bleibe bei dir. So lebten die beiden Freunde glücklich im Palast. Es war einmal Rapunzel, die glücklich im Palast lebte und Zeit mit ihrem Einhorn verbrachte. Liebes Einhorn, ich denke, es ist Zeit, dir einen Namen zu geben. Ja, das wäre toll. Hast du eine Idee für einen Namen für mich? Du hast mich vor der Hexe gerettet. Wie wäre es also mit Hiro? Was meinst du? Ich denke, das passt zu mir. Ich mag den Namen wirklich. Das Wetter heute ist gut. Wie wäre es mit einem kleinen Austritt, Hiro? Super Idee, Prinzessin. Komm, wir gehen. Also machten Hiro und die Prinzessin sich auf, um einen Ausritt in der üppigen Natur zu machen. Es ist so schön. Kannst du die Frühlingsblumen riechen? Ja, aber ich sehe einige Wolken heranziehen. Es könnte regnen. Tatsächlich fing es an zu regnen. Aber das konnte Rapunzels gute Laune nicht trüben. Kümmer dich nicht drum. Es ist auch schön, vom Frühlingsregen nass zu werden. Dann hörte der Regen auf und die Sonne kam wieder heraus.
Rapunzel war beeindruckt von dem, was sie sah. Siehst du das, Hiro? Was für ein wundervoller Regenbogen. Ja, der ist wirklich wunderschön. Oh, ich wünschte, ich könnte unter ihm hindurchlaufen. Wir können es versuchen. Halt dich gut fest. Hiro galoppierte mit Rapunzel auf ihrem Rücken. Sie schafften es, unter dem Regenbogen hindurchzulaufen. Plötzlich fanden sie sich selbst in einer anderen Welt wieder. Wow, was ist das für ein Ort? Wo sind wir? Es muss das Regenbogenland der Elfen sein. Ich habe ihre Geschichten von meinen Vorfahren gehört. Aber warum sehen alle hier so unglücklich aus? Manche von ihnen weinen sogar. Ich verstehe es nicht. Lass uns den alten Mann fragen. Entschuldigen Sie? Könnten Sie uns sagen, warum alle in Ihrem Dorf so traurig sind? Das ist so traurig. Wir können nicht mehr fröhlich sein. Ihr wollt nicht wissen, was mit uns passiert ist. Der alte Mann erklärte, dass die Hexe des dunklen Reiches sie verflucht hatte und ihre Prinzessin in Efeu verwandelt hatte. Wenn sie den Fluch nicht brachen, würde die Prinzessin für immer ein Efeu bleiben. Und wegen unserer Prinzessin sind alle im Dorf so traurig. Es tut mir leid, das zu hören. Wo ist eure Prinzessin? Vielleicht können wir helfen. Kommt mit! Orakel nahm Rapunzel und Hiro mit zu dem Efeu auf der Seite des Hauses. Hier ist unsere Prinzessin. Ihr Name ist weinendes Efeu, weil ihre Tränen niemals versiegen. Hast du jemals gefragt oder recherchiert, ob es eine Möglichkeit gibt, sie zu retten? Der alte Mann erklärte, um den Fluch zu brechen, sei es nötig, die magische Kugel der Hexe zu haben. Nur wenn das Licht der Kugel auf dem Efeu reflektiert wird, wird der Fluch gebrochen und unsere Prinzessin wird wieder normal werden. Hiro, was, wenn wir zusammen die magische Kugel holen und sie zurück in das Dorf bringen? Ja, lass uns das machen. Ich ertrage die Boshaftigkeit der Hexe nicht mehr. Der alte Mann war glücklich, als er das hörte. Ich denke, ich komme mit euch. Ich habe einen Zauber, der euch vor den Flüchen der Hexe schützt. Bist du ein Zauberer? Ich bin ein Orakel. Ich kann etwas zaubern. Aber ich werde mit der Hexe allein nicht fertig, weil ich zu alt bin. Lasst uns los! Sie ritten auf Firos Rücken und machten sich auf zum Hexenschloss. Aber sie waren sich nicht bewusst, dass ein böses Augenpaar sie beobachtete. Was wagen diese Idioten sich, mein dunkles Reich zu betreten? Als sie das Schloss erreichten, gab Orakel Rapunzel einen Spiegel. Dieser Spiegel ist magisch und wird dich vor den Flüchen der Hexe beschützen. Hiro, du wartest hier auf uns. Sei vorsichtig, Rapunzel. Ihr habt mein Schloss betreten, hä? Wenn ihr so spielen wollt, dann lasst mal sehen. Fledermäuse! Das ist die Begrüßung der Hexe. Aber die Fledermäuse werden dieses Pulver nicht mögen. Wir müssen hoch in den Schlossturm. Die magische Kugel ist dort. Lass uns gehen. Rapunzel und Orakel gingen in Richtung der Steinstufen. Ihr versucht also, meine magische Kugel zu bekommen? Das will ich sehen. Sei vorsichtig. Ich hab dich. Lass uns versuchen. Danke, mutiges Mädchen. Diesmal kam die Hexe Rapunzel und Orakel zuvor und verwandelte sich in einen feuerspeienden Drachen. Ich werde euch schön anrüsten. Benutze den Spiegel. Nein!
Ich brenne! Ich brenne! Lauf, die magische Kugel, da ist sie! Rapunzel rannte los und nahm die magische Kugel. Geschafft, jetzt können wir gehen. Sie und Orakel gingen schnell hinab in den Hof und stiegen auf den Rücken von Hero, die auf sie wartete. Ihr habt also die Kugel? Das ist großartig! Lasst uns hier verschwinden! Ihr geht nirgendwo hin! Kommt her! Lass mich los! Hilfe! Du wolltest es so, verrückte Hexe. Nimm dies! Komm, Hero, bring uns hier raus! Ihr werdet schon sehen! Hört auf zu rennen! Ich werde euch vernichten! Während die Hexe sie anschrie, schafften es unsere Helden zu fliehen und kehrten mit der magischen Kugel zurück in das Elfendorf. Jetzt können wir die Prinzessin zurückverwandeln. Ja, es funktioniert! Als sich das heulende Efeu langsam zurück in eine schöne Prinzessin verwandelte, passierte etwas Unerwartetes. Die magische Kugel ist zerbrochen. Die Hexe kann keine Flüche mehr aussprechen. Unsere Prinzessin ist zurück! Hurra! Guck mal, Hero. Die Prinzessin ist so schön wie eine Fee. Die Elfen umringten jubelnd ihre Prinzessin. Lang lebe unsere Prinzessin! Hurra! Ohne dich hätten wir unsere Prinzessin nie zurückbekommen. Wir sind dir sehr dankbar. Orakel erzählte der Prinzessin, was passiert war. Die Elfenprinzessin bedankte sich auch bei Rapunzel und Hero. Wir sind so froh, dass du den Fluch der Hexe gebrochen hast. Wir sind glücklich, euch getroffen zu haben. Auf Wiedersehen. Und so machten sich Rapunzel und Hero auf den Weg nach Hause, froh, die Prinzessin gerettet zu haben.